jetzt bei RFH aktuell am Donnerstag. Das sind unsere Themen heute. Besuch im Blankenburger Rathaus. Enkelin von Karl Zerbst kehrt an die Wirkungsstätte ihres Großvaters zurück. 5 Tipps für die Quarantäne helfen in der Corona-Zeit. So einfach, so effektiv. Das Problem der Tröpfcheninfektion. Animationen erklären den Sicherheitsabstand. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. Besuch im Blankenburger Rathaus. Enkelin von Karl Zerbst kehrt an die Wirkungsstätte ihres Großvaters zurück. Der 80. Geburtstag war für die Enkelin von Karl Zerbst, Ulrike Brandes, der Anlass, dass sie vor einiger Zeit gemeinsam mit ihrem Mann und der Familie Blankenburg wieder einen Besuch abstattete. Sie hatte 1992 ein Gemälde ihres Großvaters als Leihgabe der Stadt überreicht. Es ist ein herzliches Willkommen und jemanden hier sozusagen in der alten Heimat des Großvaters zu begrüßen, das ist, glaube ich, eine besondere Ehre für unsere Stadt und auch für mich. Und wenn ich auf Herrn Zerbst gucke, mit der Amtszeit von weit über 30 Jahren, da wird man auch ein bisschen demütig und weiß, auch eine eigene Amtszeit einzuschätzen. Und er war ja auch in Zeiten politisch aktiv, die in den 30er Jahren dann plötzlich eine Wende hervorbrachten und ihn selbst letztlich das Amt kosteten. Karl Zerbst lenkte Anfang des 20. Jahrhunderts als Bürgermeister die Geschicke der Stadt. Eine Amtszeit von über 30 Jahren erreichte bisher keiner seiner Vorgänger oder Nachfolger. Karl Zerbst hat die Stadt Blankenburg viel zu verdanken. Der ist ja 1899 ins Amt gekommen und ist dort bis 1933, bis die Nazis ihn abgesetzt haben. Und das Erstaunliche ist, er ist auch meines Wissens nochmal nach 1945 für mindestens ein halbes Jahr ins Bauamt zur Unterstützung da gewesen und ist dann später mit seinem Sohn nach Helmstedt gegangen. Vorausschicken muss man noch, dass er zu einer Zeit nach Blankenburg gekommen ist, als der Rat sehr zerstritten war. Er ist sozusagen als Schlichter eingesetzt worden. Es gab also mehrere Rücktritte und Streitereien, also es gab dort einen tiefen Bruch. Das konnte also Karl Zerbst alles heilen. Und wenn man so mal guckt, das war ja die Zeit auch des Tourismus, des Aufbruchs, der Wirtschaftsaufschwung. Das hat also viel in der Entwicklung Blankenburgs, ist im Grunde genommen mit seinem Namen verbunden. Und er hat auch dann in den sicherlich schweren Zeiten des Ersten Weltkriegs, hat er also auch speziell für die Armen Gelder eingesammelt. Der hat, glaube ich, auch so eine Art Fürsorgekasse eingerichtet. Also er ist als sehr umsichtiger, fürsorglicher Bürgermeister bekannt gewesen und eben über die vielen Jahre hat er eben auch ein Wirken und eine Dinge hinterlassen, auf die wir heute noch im Grunde genommen voller Stolz zurückblicken können. Karl Zerbst galt für die damalige Zeit als sehr sozial und während seiner Amtszeit erhielt die Stadt eine Kanalisation. Er wohnte in der Mozartstraße und auf seinem Weg zur Arbeit ins Rathaus inspizierte er zum Beispiel die Verlegung der Kanäle in der Hartstraße, weiß seine Enkelin zu berichten. Ansonsten kann sie sich auch an die Besuche ihres Großvaters in Helmstedt erinnern. Hier wohnte einer seiner Söhne mit der Familie. Also er kam ja öfter auch mal angereist oder wurde geholt, nicht? Und dann war ich klein, also ich weiß noch, das jüngste so Erlebnis weiß ich noch, da war ich 4 und da hat er uns besucht im alten Forstamt noch. Mein Vater war Forstmeister in Helmstedt. Und ursprünglich war das Forstamt in Helmstedt auf dem sogenannten Holzberg. Da fand Mark statt und nach dem Krieg wurden da Heringe verkauft. Und meine Mutter immer so, oh, das stinkt ja so nach Heringen. Naja, und dann war da auch
Kirmes oder Rummel, wie wir sagten, so wie das so regelmäßig ist. Und das Kettenkarussell stand ziemlich nah an unserem Haus. Und da sah meine Mutter vom Fenster aus mich da rumfliegen in dem Kettenkarussell. Er hat die beiden Herzstillstand gekriegt. Da hat die da, oh Gott, was macht da bloß der Großvater mit ihr? Aber ich hatte da reingewollt, hat er gesagt. Na, du möchte auch reinlassen. Ich fand es wunderbar. Also Kettenkarussell war für mich lange Zeit der Inbegriff des Schönen. Das Gemälde, das Karl Zerbst während seiner Amtszeit darstellt, fand Hans-Georg Brandes, der Mann der Enkelin, in den 80er Jahren bei einem Bruder des Schwiegervaters in Helmstedt in einer Garage. Es war in einem sehr schlechten Zustand. Ja, nun hatten wir das Bild. Das war ja auch verkommen. Ne? Das war ja lange nicht benutzt und war nicht richtig aufgehängt. Die Farben, das war alles. Das war kaum was zu erkennen, also die da oben, das Schloss und so, das haben sie alles nicht erkannt. Und dann sind meine Frau und ich in Mannheim mit dem Bild unterm Arm durch die Quadrate marschiert. Und die Leute haben alle geguckt, was haben die denn da? Und war ja nicht eingepackt. Ne? Und dann kamen wir dahin, wo das Bild also restauriert werden sollte. Und da wurden alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zusammengerufen. Haben auf diesem Bild vor dem Bild gestanden, ja, wo haben sie das denn her? Das ist ja ganz was Tolles. Das war ja nun schon etwas älter. Ne? Naja, und dann ist das gemacht worden, das war, glaube ich, 88 oder so, also vor der Wende, haben wir das also machen lassen. Waren auch ganz begeistert, aber das Bild war für uns viel zu groß, für unsere Wohnung, ne? Oder unser Haus, wo wir da waren. Und dann kam die Öffnung. Und dann, ich saß in Zweibrücken in meinem Büro und da habe ich gesagt, das Bild, ihr könnt eigentlich mal in Blankenburg den Bürgermeister anrufen, den ich ja gar nicht kannte. Da wurde ich also vermittelt zu Herrn Bürgermeister Kaiser und dem habe ich das, ich habe mich vorgestellt, dem habe ich das geschildert und sage, ja, meine Frau würde das gerne zur Verfügung stellen oder die Familie als Leihgabe für Blankenburg. Ja, nehmen wir, hat er sofort gesagt, wollen wir haben. Erst hing das Porträt von Karl Zerbst im Verwaltungsgebäude in der Hartstraße. Später, nach der vollständigen Sanierung des Rathauses, erhielt es seinen Platz im Foyer. Viel ist allerdings nicht aus dem Leben und Schaffen des ehemaligen Bürgermeisters bekannt. Ich glaube, das hängt vielleicht auch mit der damaligen Zeit zusammen und insbesondere auch damit, dass vielleicht nach den Kriegsjahren die Aufarbeitung des Wirkens von ihm hier gar nicht so ganz bekannt gewesen ist und auch nicht bekannt gemacht wurde. Aber umso erfreulicher ist es, dass wir heute mit dem Besuch der Enkelin hier doch einen kleinen Beitrag leisten können. Und ich denke, da haben wir auch noch einiges zu tun, das Wirken über diese lange Amtszeit hier in Blankenburg ja an die richtige Stelle zu heben. Im Alter von 93 Jahren verstarb Karl Zerbst. Heute ist sein Grab auf dem städtischen Friedhof in der Nähe der Marterkapelle zu finden. Er war in Helmstedt begraben und ist aber, nachdem er durch den Stadtrat in Blankenburg zum Ehrenbürger ernannt worden ist, hat man auch praktisch seine Gebeine überführt. Und die Grabstelle befindet sich jetzt auf dem Waldfriedhof in Blankenburg. Also im Prinzip auch nicht zu übersehen, wenn man vor der Marterkapelle steht, linke Hand ist also der Grabstein mit den Angaben von Karl Zerbst. Eine Straße im Wohngebiet am Regenstein wurde nach ihm benannt. So werden seine Verdienste im Nachhinein gewürdigt und sein Name bleibt in Erinnerung. Vielleicht setzen sich auch jüngere Blankenburger im Rahmen eines Schulprojektes demnächst mit seinem interessanten Leben auseinander. 5 Tipps für die Quarantäne helfen in der Corona-Zeit. So einfach, so effektiv. 5 Tipps, wie du in der Corona-Krise helfen kannst. Du sitzt zu Hause rum und willst helfen, weißt aber nicht wie? Hier sind 5 Tipps, was du tun kannst.
Die vor Monaten geplante Weinprobe oder der Kurztrip an die Ostsee wurden wegen des Coronavirus gecancelt. Gerade Reisebüros müssen sich momentan hauptsächlich mit Stornierungen beschäftigen. Anstatt sich das Geld erstatten zu lassen, lass dir einen Gutschein ausstellen, den du dann später wieder einlösen kannst. Denn Urlaub machen willst du nach Corona sicher erst recht. Und den Veranstaltern hilfst du so in der finanziell schwierigen Phase. Und wer sein Lieblingssockengeschäft auch in Zeiten der Zwangsschließung unterstützen will, kann heute schon einen Gutschein kaufen. Dann gibt's den Laden auch morgen noch. Das kleine Lokal um die Ecke ist weiterhin zur Abholung geöffnet und wartet auf Kunden wie dich. Wenn du ungern vor die Tür möchtest, dann bestell deine belegte Pizza mit Salami doch einfach online. Immer mehr Restaurants haben mittlerweile eigene Lieferdienste ins Leben gerufen, damit das Essen zu dir kommen kann. Du kannst deiner Region etwas Gutes tun, indem du dich am Nachbarschaftsdienst beteiligst. Geh zum Beispiel mit dem Hund Rocky, der netten alten Nachbarin von oben spazieren, oder bring ihr beim nächsten Einkauf ein paar Äpfel oder Kartoffeln mit. Hilf deiner Familie, Freunden und Bekannten, indem du den Kontakt zu ihnen hältst. Am Telefon oder per Internet natürlich. Unterhalte dich regelmäßig mit Opa und Oma. Die werden sich nach der Isolation bestimmt mit ganz vielen Mahlzeiten und Kaffeekuchensonntagen bei dir bedanken. Hol die Kinder deiner Freunde ans Telefon, sing mit ihnen oder lies eine Geschichte vor. Damit kannst du die Eltern zumindest für ein paar Minuten entlasten, bis die Zwerge wieder von Mama und Papa bespaßt werden wollen. Vielleicht wirst du ja die neue Lieblingstante oder der neue Lieblingsonkel. Vieles kommt durch den Coronavirus zu kurz. Du kannst dich engagieren, indem du zum Beispiel Erntehelfer wirst, Blutspenden gehst oder einfach beim nächsten Spaziergang den liegen gebliebenen Müll vom Boden deines Lieblingsparks aufsammelst. Wie du aber am besten helfen kannst, so viel es geht, zu Hause bleiben. Bleibt gesund! Das Problem der Tröpfcheninfektion. Animationen erklären den Sicherheitsabstand. Jeden Tag berichten wir über die aktuelle Situation der Corona-Krise. Die Ausgangsbeschränkung und das Social Distancing ist Teil des Alltags geworden und dies ist auch notwendig. Um zu zeigen, wie effektiv diese Abstandsmaßnahmen sind, hat das Unternehmen Ensis in Zusammenarbeit mit der Eindhoven University of Technology und der Ohio State University nun verschiedene Szenarien simuliert. Die Simulationen zeigen verschiedene Situationen mit einer hustenden Person und unterschiedlichen Sicherheitsabständen von Beteiligten. Dafür wurden wissenschaftliche Daten wie die Hustengeschwindigkeit und der Partikeldurchmesser erhoben, um die Simulation so lebensecht wie möglich zu machen. Bei einem Abstand von einem Meter sieht man deutlich, dass der gegenüberstehende Tröpfchen auf Gesicht, Hals und Kleidung bekommt, wobei sich bei einem Abstand von 2 Metern die Wahrscheinlichkeit einer Infektion erheblich verringert. Hustet man zusätzlich in die Armbeuge, reduziert sich das Risiko noch einmal deutlich. Trotzdem sollte man bedenken, dass sich diese Ergebnisse je nach Situation ändern, wie zum Beispiel bei Wind. Deshalb gilt weiterhin, je größer der Abstand, desto geringer das Infektionsrisiko. Dies ist umso wichtiger bei sportlichen Aktivitäten im Freien. In der Simulation zeigt sich, dass man beim Joggen möglichst versetzt laufen sollte, weil die Partikel nach hinten fliegen. Zum Vordermann sollte man also mindestens 3 Meter Abstand haben und beim Fahrradfahren sind sogar 10 Meter nötig. Wenn man jemanden überholt, sollten seitlich mindestens 2 Meter eingehalten werden. Des Weiteren hat sich das Unternehmen Ensis mit dem Thema Gesichtsmasken beschäftigt. Eine medizinische Maske kann mehr als 80% der bei Husten und Niesen ausgestoßenen Tropfen auffangen. Dies geht allerdings nur, wenn sie richtig getragen wird. Bei einem zu lockeren Sitz, hier links im Bild, wird die Wirksamkeit der Maske stark beeinträchtigt. Auch wenn das Tragen nach einem längeren Zeitraum unangenehm sein kann, muss sie auf den Wangen, dem Kinn und um die Nasenpartie deutlich anliegen. Außerdem sollte ein Nasenclip getragen werden, da sonst kontaminierte Luft unter die Masken des medizinischen Personals oder anderen Personen eindringen kann. Falls Sie bis jetzt Schwierigkeiten hatten, können Sie sich dank der Simulation nun hoffentlich die Wirksamkeit der empfohlenen Verhaltensregeln besser vorstellen. Gerade jetzt, wenn man bei diesem schönen Wetter draußen sein möchte, ist es wichtig, sich die Notwendigkeit nochmal ins Gedächtnis zu rufen und die Sicherheitsabstände einzuhalten.